Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start mit einem neuen Summoner Wars War Video. Heute, wenn ihr das Video seht, erscheint die Halle der Helden. Deswegen möchte ich ein paar Worte darüber verlieren und euch meine Meinung dazu sagen, obwohl letztens erst das Wasserforster-Video kam. Also wenn ihr Fragen habt, wie irgendwelche Wasserforster-Monster geruht werden, welche gut sind und wie man die einsetzen kann, schaut am besten das Video an. Heute reden wir aber nochmal explizit über die neue Halle der Helden, die momentan einen oder die diesen Monat einen Wasserforster beinhaltet. Es ist der Wasser-Barbarenkönig. Ob ich davon begeistert bin? Ich glaube, man hört es schon an meiner Stimme, dass ich nicht so extrem begeistert bin. Aber insgesamt ist es kein schlechtes Monster. Wir lesen uns seine Skills gleich in Ruhe durch. Vorher möchte ich aber ein bisschen Werbung für eine Gilde machen. House Stark sucht neue Mitglieder. Ich mache ja gern Werbung für Gilden. Falls ihr irgendwelche Leute braucht, könnt ihr mich gern ab und zu mal anschreiben. Und ja, die Gilde hat momentan 10 freie Plätze. Ihr seht unten die Line-ID zum Bewerben. Das heißt, ihr braucht, sie haben ja gesagt, ihr braucht so 10 Six-Stars. Also nicht so viel, einfach aktiv sein, freundlich sein. 10 Six-Stars plus wäre schon angenehm und dann einfach schön im Gegenkampf kämpfen. Und dann wird das schon. So, jetzt aber zur Halle der Helden. Diesen Monat ist der... Oh, what? Achso, okay, das ist die Welt. Okay, okay. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie hier in diesem Feld gesehen. Gibt es auch noch was anderes? Ich will mir das nur ganz kurz anschauen. Dann reden wir über den Wasserbarbarenkönig. Ist hier irgendwie ein Event oder so? Kann man irgendwas bekommen? Nein? Kann man nichts bekommen? Also ich habe gehofft, dass man hier irgendwie klicken kann und dann gibt es was Neues. Also es gibt neue Sachen hier. Yay! Ich freue mich sehr auf die Weltarena. Also ich werde auch wieder unsere Weltarena fortsetzen und ich werde das... auch natürlich dann im Video wieder machen, das wird toll. Aber heute geht es um die Halle der Helden. Oh, ich freue mich aber extrem auf die Weltarena, das ist toll. Ich habe sie wirklich vermisst. Okay, diesen Monat ist der Wasserbarbarenkönig Forster da. Wie in jedem Hall of Hero Video sage ich euch das gleiche. Farmt soweit ihr könnt. Ihr verschwendet keine Energie, ihr bekommt höchstens Kristalle und vielleicht... wollt ihr ihn irgendwann bauen oder braucht ihn höchstens als Skill-Up? Ich habe in meiner Gilde scherzhaft gesagt, ah, ich habe 20 von denen im Lager. Ich habe nachgezählt, ich habe nur 10. Nur, ja, aber trotzdem ist es eine hohe Anzahl. Also ich farm das natürlich bis zum Ende. Werde wahrscheinlich auch wieder ein Video dazu machen von Stage 10. Aber ja, es ist nicht was, worüber ich mich so extrem freuen werde. Ich freue mich über was anderes, nämlich die Stein Rotation, die released wurde. Dazu später mehr. Erstmal zu Ergier, Barbarenkönig. Wenn ihr ihn als Skill-Up farmen wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Light and Dark sind extrem nice. Also ich glaube, das weiß jetzt jeder. Ansonsten ist Rizvok, wie auch immer, sehr beliebt. Vor allem für Leute, die keinen Galeone haben, ist das eine sehr gute Alternative. Ist ein sehr schickes Monster, also lohnt sich. Den könnte ich mir sogar vorstellen zu bauen. Smoog hat mich so ein bisschen überredet, weil er ihn als Six-Star hat und ihn sehr feiert. Ansonsten warte ich natürlich erstmal auf Licht und Dunkel als Barbarenkönig, vielleicht kommen die irgendwann. Wasserbarbarenkönig bekommt beim Erwecken Genauigkeit, das finde ich ein bisschen mies. Er bekommt Widerstand, Licht bekommt Crit Rate, perfekt. Und Dark bekommt beim Erwecken Resistance, also Licht ist am einfachsten zu bauen. Wasser ist, naja, für einen Attacker Accuracy zu bekommen ist, naja. Ja, ich glaube, da gibt es bessere Stats, aber ist auf jeden Fall nicht so übel, weil seine Kits, also weil seine Fähigkeiten ein paar Debuffs verteilen. Leader Skill erhöht die AP verblindeter Monster in den Gildenkämpfen um 33%. Nichts Besonderes, aber immerhin Leader Skill für Gildenkämpfe. Also, Ärger benutzt man entweder in der Arena oder in Gildenkämpfen. Weltarena denke ich eher nicht. Vielleicht sogar in Dragons, vielleicht auch in Giants als Anfänger, vielleicht auch als Farmer, vielleicht auch, ich weiß nicht, in Rift. Aber ich denke, da gibt es überall bessere Alternativen. Also ist nicht das beste Forster, aber er ist nicht schlecht. Ja, ich will ihn nicht schlecht reden. Die anderen drei Elemente, also Wind, Licht und Dunkel, sind auf jeden Fall besser. Feuer, I don't know. Aber er ist auf jeden Fall... nicht der beste Barbarenkönig, bleiben wir mal dabei. Erster Skill. Greift den Gegner mit einer Axt an, um 2 Dots zuzufügen. Okay, nicht schlecht. Ist auch gut für Dragons, weil man den dann mit Dots kaputt machen kann.
Zwar das Skill wütende Attacke schleudert die Axt wutentbrannt auf den Feind, hinterlässt für 2 Runden einen Brandmal und erhöht den eigenen Angriffsbalken um 50% für 2 Runden. Der Feind mit Brandmal erleidet 25% mehr Schaden. Also deswegen ist diese Genauigkeit, die man beim Erwecken bekommt, nicht komplett überflüssig, weil wir hier Dots haben und hier Branding. Dass der Angriffsbalken steigt, ist auch sehr schick. Also ist ganz cool. Dritter Skill. Konfiszieren. Greift den Feind zweimal an und stiehlt einen hilfreichen Effekt mit einer 75%igen Chance pro Angriff. Während der Abklingzeit der Fähigkeit steigt das Angriffstempo und es werden pro Runde 10% HP regeneriert. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir das so anschaue, wenn man als Anfänger bzw. Midgame-Spieler, wenn man so weit ist, dass man, naja, bereit ist oder kurz davor ist, Dragons zu farmen, könnte er gar nicht so übel sein, weil er strippt, ja, und wir haben Dots und wir haben Branding und alles macht den Boss irgendwie schneller kaputt und er ist Wasser und Dragons, also DB10, also Dragons UG10 ist Feuer, also profitiert er auch noch davon. Also gar nicht mal so übel für Dragons, wenn ich mir das recht überlege. Das Ding ist, wollt ihr ihn auf Gewalt bauen? I don't know, also Gewalt ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber wenn man den Angriffsbalken sowieso um 50% mit dieser Fähigkeit steigert, ist es irgendwie wasted, wenn man dann auch ein Vio-Proc bekommt, dann ist die Angriffsleiste wieder weg. Also dann ist sie direkt voll. Aber so kann man irgendwie mehr davon profitieren, also vielleicht sogar auf Fatal oder Zorn oder Tempo bauen. 103 Base Speed, besser als unter 100. Ja, also solange das Monster 100 Base Speed hat, ist Tempo Set überlegenswert. Unter 100, ja, es ist hart, aber manche ruhen auch unter 100 Base Speed Tempo. Aber ja, Fatal, Zorn oder Tempo ist auf jeden Fall nicht chill. Vielleicht sogar Vampir. Wie wäre denn Vampir auf ihn? Vor allem, weil er hier noch die 10% HP regeneriert. Aber ich würde auf jeden Fall den schnell bauen, weil er, naja, das Angriffstempo steigt und also steigert und weil er einen Angriffsbalken bekommt und dann bekommt er einfach sehr viele Turns, auch wenn er nicht auf Gewalt wäre. Also vielleicht ist Vampir das beste Set für ihn. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Leute, die ihn benutzen wollen, um Dragon's B10 zu farmen, die haben wahrscheinlich keine Vampir-Runen, weil es den Necro gibt. Aber wenn ich mir jetzt so anschließend angucke, ist er gar nicht so schlecht für Anfänger bis Midgame-Spieler. Ist ein schickes Wassermonster, das man auch gut im Gildenkampf benutzen kann. Ja, also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde dann Speed Crit Damage Attack ruhen oder Attack Crit Damage Attack mit Speed Subs. Natürlich braucht man hier Crit Rate Subs, also mindestens 70%, dann bin ich zufrieden. Problem ist, er bekommt keine Crit Rate beim Erwecken. Deswegen müsst ihr auf Crit Rate achten, vielleicht Klinge als Offset. Für alle PvP-Szenarien, also alle Situationen im PvP-Bereich, wäre natürlich Wille am geeignetsten, aber hey, man hat nicht immer Wille-Runen, also er profitiert natürlich von Klinge. Ja, gar nicht mal so übel, ich mag die anderen natürlich lieber, die sind so extrem nice, schaut euch diesen Skill an. Versetzt sich in Wut und greift den Feind an, du erhältst sofort eine weitere Runde und verhinderst mit einer 40%igen Chance, dass sich dieser Angriff abkühlt. Wenn dieser Angriff in der Abklingzeit ist, erhöht sich deine Angriffs- und blablabla. What the fuck? So nice. So krank. Und hier, Licht ist auch so nice. Greift den Feind an, leert seinen Angriffsbalken und betäubt ihn für eine Runde. Das heißt, er ist quasi dann für 2 Runden gestunt, weil der Angriffsbalken muss sich ja erstmal füllen. Und dann ist er, ja, also er ist betäubt und der Angriffsbalken ist erstmal zurückgesetzt. Das ist so gut. So gut, die beiden Monster. Und Hillswalk ist halt so ein besonderes Monster, weil er quasi als Buffer eingesetzt werden kann. Oh, ja, Wasser, ja, ist gar nicht so übel. Was denkt ihr davon? Also ich werde mir natürlich Wasser nicht bauen, vielleicht sehen wir hier sogar einen guten Aegir. Aber ich denke nicht. Ich hasse diese Leute, die einfach schreiben, Doppelklick zum Disliken, das stimmt leider nicht. Keiner hat hier irgendwas gebaut. Er hat eingebaut. Speedy Joker. 80 Crit Rate, Gewalt, Klinge. Ja, es ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Egg hier. So ähnlich könnt ihr euch, also an sowas könnt ihr euch orientieren. Natürlich wäre es schöner, wenn er noch schneller wäre. Aber so ungefähr kann man ihn bauen und es gibt definitiv noch Potenzial, die Runen hier zu verbessern. Aber ja, da seht ihr so ein kleines Beispiel, wie man den Wasserbarbarenkönig bauen kann. Es muss nicht unbedingt Gewalt sein, wie gesagt, weil der zweite Skill ist eigentlich gut, wenn man nicht auf Gewalt ist. Also man profitiert mehr davon. Ja, Gewalt ist natürlich nicht schlecht, aber Vampir oder Tempo oder Fatal
oder Gewalt, alles passt, Klinge oder Wille. Man könnte selbst Rache nehmen für die zwei Dots, aber ich denke, das ist jetzt nicht so amazing. Aber naja, insgesamt eigentlich ein schickes Monster. Und auf jeden Fall farmen. Also farmt, bitte. So, kommen wir jetzt zur Frage des Tages, die ich möchte euch die Antwort überlassen, also ich frage euch. Hashtag FDT ohne Hashtag FDT von MySkiffy. Alter, okay, man kann es ein bisschen netter ausdrücken, aber okay, Alter, skipp doch die scheiß Monster, das nervt. Und du beschwerst dich sogar noch in Folge 1 darüber, dass es so lange geht. Warum wohl? Ich mach das nicht ohne Grund, also die Monster nicht zu skippen. Die meisten wünschen sich das. Ich habe mal damals ein oder zwei Skip-Beschwörungsvideos aufgenommen. Und dann haben sich nachher die Leute, für die ich beschworen habe, in Line beschwert, beziehungsweise die waren traurig, dass das Video so schnell vorbei war. Und dass die Blitze so schnell vorbei waren, weil ich geskippt habe. Die Blitze habe ich natürlich nicht geskippt, weil die Schriftrollen so schnell vorbei waren. Und deswegen habe ich es eigentlich immer euch überlassen, ob ich skippen soll oder nicht. Früher konnte ich nicht normal reden und skippen. Momentan habe ich es mir angewöhnt, halbwegs zu skippen und dabei trotzdem gechillt zu reden. Also es ist euch überlassen, ja. Wenn ich für eine Person beschwöre, schreibt einfach dazu, also in die Line-Nachricht, ob ich skippen soll oder nicht. Aber was denkt ihr jetzt in den Kommentaren? Schreibt Skip oder No Skip. Ich weiß nicht, ist mir beides egal. Bei Blitzen wird natürlich nicht geskippt, aber wenn ich konsequent skippe, kann es auch sein, dass ab und zu mal ein Blitz geskippt wird. Das Problem ist, beim Skippen, es geht einfach extrem schnell vorbei. Das werde ich nie bei meinen eigenen Schriftrollen machen, aber wenn andere das wünschen, kann ich das gern machen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bin sehr gespannt, ob die Halle der Helden sehr schwierig wird oder nicht. Ich denke, es geht, man sieht aber auf jeden Fall dann in der Halle der Helden den Licht- und Dunkelheitsbarbarenkönig und seht ihr, wie gut der ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.